Jo und willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Stadt der Narren. Das letzte Mal weiß ich gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Beziehungsweise, ah ja genau, wir wollten ja versuchen, dass wir hier endlich einmal unsere Aufgaben wegbekommen. Medizin gegen Halluzinationen. Wir müssen die Halluzinationen der Soldaten kurieren. Ach Gott! Achso, das ist ja der unsichtbare Onkel. Ah, explosiv. Da haben wir. Tak, 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 tak. Achtung, Explosion. Gut. Computertastatur, Ampel. Ja, eine Lupe. 45. Was? 46? Könnte 98 heißen. Finde den Code. 45. 4, bla bla, 8. 6, 9, glaube ich. 4, 6, 9, 8. Warte, ich schreibe mal das schnell auf. Ne. So, da habe ich es aufgeschrieben. 4, 6, 9, 8. Weil jetzt hatsche ich nicht extra wegen dem zurück. Aber meine Freunde, ich muss ja die zum, da ist er ja, die Halluzinationen, wo sind wir denn da daheim? Hilft bei Angstzuständen. Oh, 213. Wow, was war das? Geil, Alter, geil. Gut, Schießanlage mache ich jetzt nicht noch einmal. Gut, den haben wir kuriert, den ehrenwerten Soldaten. Gut, den geheimen, ja bla, das war ja da, Glas mit Gebiss. Also mich würde interessieren, wir müssen den Alarm abschalten. Tja, wie? Ich drücke jetzt nochmal auf Tipps, weil das interessiert mich nämlich. Benutze eine Schere, um das Kabel, das an dem Gebiss befestigt ist, durchzuschneiden. Jo, Alter, was hab ich denn gemacht vorher? Vor, weiß ich nicht, ein, zwei Aufnahmen. Ey, Mann, oh Mann, wirklich. So, ist ja wurscht, was haben wir da drinnen? Ah ja, das haben wir ja schon erledigt, erfolgreich. Gut, dann würde ich aber mal sagen, wir bleiben jetzt dann nicht allzu lange bei den alten Aufgaben hängen, sondern wir gehen jetzt noch einmal zurück und dann nach rechts, wie das so ausschaut. Einmal zurück. Wenn ich jetzt... Ah, okay, hier, passt. Wenn ich jetzt noch einmal zurückgehe, wo bin ich dann? Nein, das wollte ich nicht. Ich gehe hier und dann hier. Ah, und hier habe ich die Werkstatt. Hallo, ich brauche etwas. Wenn du genug Geld hast. Mir fehlen einige Muttern. Bring mir einige und ich mache den Deal. Jo, von mir aus, ich habe eh Muttern dabei. Warte mal kurz. Wo haben wir's? Da haben wir's. Yeah. Jemand hat ein Zahnrad von meinem Fahrrad gestohlen. Finde es. Aber eine Säge brauche ich. Dann brauche ich eine Lampe. Ich will eine Lampe gegen das Feuerzeug tauschen. Hombre, kein Problem. Warte mal kurz. Feuerzeug? Ja. Wo habe ich mein Feuerzeug? Ich habe doch ein Feuerzeug gehabt. Oh, ich habe noch eine Schaufel. Geil. Ja, aber... Feuerzeug? Bin ich blind? Ich habe doch ein Feuerzeug gehabt, oder? Okay, Maßband. Schraubenschlüssel. Ich tausche es nur gegen ein anderes Kabel, aber ein dickeres. Habe ich ein Kabel, ein dickeres? Nö. Okay. Elektroden, das ist gut. Fahrradpumpe ist gut. Der Bohrer ist gut. Die Klemme ist gut. Mische zwei Farben, um lila zu erhalten. Wie war denn das? Blau? Nein. Blau und Rot? Ja. Ziehen, um auszuleeren. Sehr schön. Achso.
Ein Schraubendreher, ein Fass mit Benzin. Bring zuerst ein Gefäß mit. Ein Gefäß. Das hier vielleicht. Nein. Nein. Ein Gefäß. Aber was für ein Gefäß? Finde einen Behälter für das Kerosin. Du brauchst eine Kerosinlampe. Ich brauche eine Kerosinlampe. Alter Schwede, wirklich. Ey, das ist. Naja, gut. Tschüssi. Was? Kanalschwein? Restaurant Viking Oak. Na, da gehen wir doch glatt einmal rein hier. Das bringt nichts, er sitzt schon seit Stunden. Wie sprichst du denn mit ihm? Gar nicht, man kann sich nicht normal mit ihm unterhalten. Sein Atem stinkt so sehr, dass man davon ohnmächtig wird. Ja, könntest du mir bitte helfen? Was kann ich für dich tun? Findet das Zahnpasta für mich. Ja, Zahnpasta haben wir, schau. Endlich, aber ich habe noch eine Aufgabe für dich. Was denn? Dieser Feinschmecker hat einen der seltsamsten Cocktails bestellt, von dem ich je gehört habe, aber ich habe nicht die Zutaten, um ihn herzustellen. Was brauchst du denn genau? Grüne Tinte, Knoblauch und ein Ei. Grüne Tinte, Knoblauch. So, und jetzt fehlt uns ein Ei. Haha, wie geil! Ach, Männer, 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 Männer. Ja, ich habe nicht alles mitgebracht. Tschüssi, bye bye. Wo bin ich denn da jetzt eigentlich? Hier. Könnte ich jetzt eigentlich auch so gehen, oder was? Voll. Hilf mir, ich klebe fest. Ich bin schon seit 2 Tagen hier und verhungere. Wie kann ich dir helfen? Befreie mich von dem klebrigen Kaugummi. Ja, mit was denn? Wie denn? Vielleicht, mit Schere? Nee. Oh! Einfach nur drauf. Oh. Okay. Gut. Gesucht. Crystal Inc. bietet eine Belohnung für das Auffinden von 8 Flaschen und 2 Rollen Klopapier. Bitte kontaktiere das Büro des Bürgermeisters. Lol. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ah, okay. Gehen wir mal hier rein. Heizraum. Der Schlüssel zum Keller des Bahnhofs ist im Umkleideraum. Die Spindnummer und den Code findest du in Haus 80. Ah, das habe ich ja schon. Danke für den Hinweis trotzdem. Das war's. Ich find's cool, dass die den Hinweis einbaut haben. Polizei! Unser Motto ist Ordnung und Liebe. Mhm. Oh, hallo. Nur keine Angst, es gibt nichts, wovor man Angst haben müsste. Es läuft hier nur ein Wahnsinniger frei rum. Ja, was denn für ein Wahnsinniger? Man sagt, dass ein Wahnsinniger frei in der Stadt herumläuft. Hilf uns, ihn zu finden und du bekommst eine Belohnung. Finde den Wahnsinnigen und liefere ihn bei der Polizei ab. Ja, was für ein Wahnsinniger? Hast du ihn gefunden? Nein. Gut, dann gehe ich einmal wieder und ich gehe mal hier rauf. Hat dich irgendjemand gesehen? Warum? Wer bist du? Ich bin der Buchhalter. Ich bin wohl in Schwierigkeiten geraten mit dem Gesetz. Wie kann ich helfen? Ich vermisse einen blauen Aktenordner mit einigen Papieren darin. In dem Ordner ist ein sehr wichtiges Papier. Bring mir den Aktenordner und ich schulde dir einen großen Gefallen. Jo, später dann. Hallo, ist das der Schalter für Flugtickets? Ja, in der Tat. Wohin soll es gehen? Zur Insel des Bürgermeisters. Was? Du brauchst eine spezielle Zugangsberechtigung. Wie bekomme ich die her? Keine Ahnung, das musst du eben suchen. Ja, ich weiß schon, beim Bürgermeister direkt. Bei der Sekretärin, falls ihr euch noch erinnern könnt. So, was haben wir hier? Hallo? Hilf mir!
Ah, hast du einen elektrischen Schlag geholt? Nein, ich verliere nur gleich meine Hose. Ich muss diese Kabel befestigen. Soll ich deine Hose für dich halten? Könntest du mir stattdessen eine Sicherheitsnadel bringen? Natürlich, eine Sicherheitsnadel, gerne. Eine Nadel wird wahrscheinlich nicht gehen, ne? Nein. Eine Sicherheitsnadel habe ich momentan keine, wie es ausschaut. Nein. Gut, dann gehe ich hier wieder zurück. Vogelscheuche, huch. Ackerweg 51, Zweig. Hallo. Hallo, magst du Gurken? Wir mag keine Gurken. Hör zu, ich möchte Gurken anpflanzen. Was? Könntest du mir einige Gurken zum Anpflanzen bringen? Gurken, Gurken, na klar, Gurken. Sonst noch was daher? Hoppala, sonst noch Wünsche daher? Nein, gut, dann viel Spaß. Gut, was haben wir hier? Hilf mir. Was ist passiert? Ich habe einen Platten. Ach, lass mich raten. Die Zeitungen müssen dir an diese Adresse ausgeliefert werden und ich brauche noch einige Umschläge. Platten, da habe ich doch eine Fahrradpumpe. Okay, das hilft wohl noch nichts. Bringe die Zeitungen zur 3 Rechtsgasse, Wohnung 142. Finde die Briefumschläge und gib sie dem Briefträger. Gut, das mache ich dann ja, später. Gut, hier komme ich zu den Airlines. Tunnelmine. Was? Nein. Ich kann hier drinnen nichts sehen. Wir brauchen Licht. Licht, Licht, Licht. Habe ich auch keines momentan. Gut, dann geht's wieder nach oben. Finde ich leiwand gemacht übrigens. Oben, 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 oben. Gut, ich kann wieder rausgehen. So. Was haben wir hier? Essen und Kleider. Ey, Ebola. Ein Zahnrad. Pilze. Eine Sicherheitsnadel. Sehr schön. Sonst haben wir hier nichts. Nein, sonst können wir hier nichts brauchen. Gut. Dann würde ich vorschlagen, ich gehe schnell nochmal zum Elektriker, bevor er irgendeine Dummheit anstellt. Oh, Flaschen. Kann ich mir Flaschenblatt abgeben? Ja, im Austausch bekommst du etwas Geld. Sehr nice. Denn ich habe schon 18 Flaschen. $54. Jawohl, ich bin reich. Dankeschön. Flughafen. Hallo, was willst du? Ich muss in das Flugzeug. Dein Ticket bitte. Hab ich keines. Tut mir so sorry leid. Schulzmann war hier. Nee, da gehe ich noch nicht rein. Ich stink. Da kann ich nichts machen. Alter, mir geht das am Zager wirklich, das Stinken. Gut, dann gehe ich hier wieder weg. Okay, warte mal. Ich gehe nochmal schnell duschen. Du hast einen furchtbaren... Ja, komm. Jetzt hat der sogar eine Gasmaske auf. Ja, voll, Alter. Ja, so, dann gehen wir jetzt nochmal schnell duschen, würde ich sagen. Beziehungsweise schwimmen. Sauerstoffmasken. Jo, ich weiß, dass ich stinke. Warte mal, denen könnte ich doch... Hey, ich will zur Baustelle. Jo, ich gehe schon duschen. So, lol. Lol. Endlich sauber. So, wartet einmal. Ich will noch schnell zur Baustelle gelangen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Wieso komme ich jetzt noch nicht zur Baustelle mehr? Ah, so komme ich zur Baustelle, okay.
Da habe ich noch eine Schaufel für euch. Die Schaufeln bitte. Ich brauche eine mehr. Warum? Ihr seid doch nur zu zweit. Wir brauchen eine Ersatzschaufel. Ohne Ersatzschaufel für den Notfall arbeiten wir nicht. Ma, ihr seid ein fades Pack, wirklich. So, Freunde, das war's nun einmal mit dieser Aufnahme. Bei der nächsten Aufnahme werden wir versuchen, einige Gegenstände hier wieder loszuwerden, wie zum Beispiel die alte Dame suchen, um den Fernseher zu reparieren. Ich glaube nämlich, das sind diese Teile hier. Und dann werden wir schauen, was uns noch weiter erwartet. Bis dahin, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Tschüss!